Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Die Saisoneröffnung startet jetzt. Endlich ist die fußballfreie Zeit zu Ende. Und ja, ist eigentlich auch der erste Stadion-Vlog, denn nach der Saisoneröffnung geht's ja dann auch ins Rhein-Energie-Stadion bei dem Testspiel 1. FC Köln gegen Nantes. Und ja, ich freue mich mega auf den kompletten Tag und ich nehme euch natürlich mit und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Let's go! So Leute, ich sitze im Auto, auf geht's nach Müngersdorf. Ich freue mich mega, jetzt geht's endlich los. Let's go! Wieder da an unserem Parkplatz, jetzt geht es rein ins, oder erstmal ans Müngersdorfer Stadion und später dann auch ins Müngersdorfer Stadion. Aber ja, es wird ein geiler Tag. Ich freue mich, wenn ich euch sehe und jetzt geht's los. Da sind wir am Müngersdorfer Stadion in unserem Wohnzimmer. Endlich nach 2 Monaten Pause, nach 2 Monaten Fußballpause geht heute wieder es los mit der Saison und ich freue mich mega und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Vlog auf unserer Saisoneröffnung für die Saison 2023-2024. Let's go! So, ja, jetzt sind wir hier auf der Festwiese. Die Unterschriften der Profis ist auch schon rum tatsächlich. Da war ich extrem enttäuscht, denn man hat am Ende, bei Instagram kann man es bei mir noch sehen, da hat man wirklich vor einem Gitter gestanden bei den Profis und es wurde auch so keine Fanutensilien, sag ich mal, unterschrieben, sondern wirklich nur Autogrammkarten und das fand ich persönlich sehr, sehr traurig. Das war anders früher, aber gut, kann man nicht ändern. Ja, wie gesagt, jetzt gleich geht's noch ins Stadion und da hat mich auch schon wieder ein Zuschauer erkannt. Komm, wir gehen mal rein. Sehr so, schön. Was sagst du zur Saison? Letzte Saison meinst du jetzt? Oder ja, nee, jetzt die kommende Saison. Also, was glaubst du? Wir werden auf jeden Fall nicht absteigen, das ist schon mal sicher. Wir bleiben so 10. bis 12. Okay, stabil. Ja, kann ich mitleben. Ich muss ja noch die Prognose machen. Ja, mal gucken, wie ich das nachher sehen werde. Yeah. Aber damit würde ich schon sehr gut leben. Ja. Alles klar, dann dir viel Spaß. Ne? Können wir noch mitmachen? Ja, klar. So Leute, also ich habe auch wieder einen neuen Zuschauer getroffen. Ja, lieber Fabio, was glaubst du? Wie wird die Saison ausgehen? Ich hoffe, wo wird unser FC landen? Also ich hoffe auf jeden Fall einen internationalen Platz. Oh, okay. Ja, mit guten neuen Zugängen bekommen. Von St. Pauli, den Linksflügel, oder den Linksverteidiger eher gesagt. Den Luca Waldschmidt von Wolfsburg, der ist auch sehr gut. Mhm. Selke im Sturm, zum Beispiel jetzt mit Luca Waldschmidt. Ich glaube, das wird sehr gut. Ja, okay. Also denkst du wirklich, Europa können wir angreifen? Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Was sagst du zu den Neuzugängen? Wie gesagt, Luca Waldschmidt, Pacquada hast du schon angesprochen. Ja, also es hätten auf jeden Fall noch ein paar mehr sein können. Wir haben jetzt Luda verkauft, wir haben jetzt noch, wir hätten noch mehr Spieler holen können, aber ich hoffe, es klappt. Sehr gut, sehr gut. Dann danke ich dir ganz herzlich. Habe ich natürlich wieder Zuschauer getroffen und ja, ich werde mich natürlich jetzt auch wieder fragen, wie auch schon die anderen davor. Was glaubt ihr, wo wird der FC am Ende landen? Ich sage Platz 7. Okay, also auch Europa, hat sich schon einer auch gesagt. Ja. Also ist die Euphorie in Köln wieder sehr groß. Der Selke wird Torschützenkönig. Oh. Dann Europa, das ist klar. Okay. Was ich sage kurz vor Europa oder Europa. Okay, also auch eine so sehr 8, gute 7, Saison. 9 oder so. Okay, ja. Sehr stark. Ja, was sagt ihr zu den Neuzugängen, Waldschmidt zum Beispiel? Waldschmidt ist gut. Ich finde Waldschmidt und Selke zusammen sehr gut. Ich glaub, die haben mir auch sehr gut gefallen im Test. Die machen sehr gut. Ich glaube, die machen viele Tore zusammen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Waldschmidt mit den Vorlagen und Selke mit den Toren. Also Davy Selke wird sozusagen Torschützenkönig und Luca Waldschmidt wird dann am Ende der Goat für die Vorlagen. Ja, das passiert. Sehr gut. Also wir schauen mal, gerade am 34. Spieltag. Ja. Wie es dann aussieht. Ja. Ich danke euch und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ne? Ja. Ja. Alles klar. So Leute, ich bin drin. Jetzt geht's auf unsere Plätze. Ja, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Gerade nach 2 Monaten Pause. Jetzt geht's rein. Unterrang W2. Ab dafür. So Leute, also hier sind wir wieder nah am Rasen, diesmal allerdings nicht so wie bei gegen Mainz. Diesmal sind wir auch
auf unserer richtigen Seite, und zwar auf unserer Südkurvenseite. Ich habe richtig Lust auf dieses Fußballspiel, auch wenn es nur ein Testspiel ist, trotzdem. Es ist einfach wieder schön, hier zu sein.
könnte man teilen. Achtenberg, Leine. Ein Tempo. Jawohl, Gatschwebe. Sehr stark. Komm, weiter aufpassen jetzt. Sieh doch nicht durch da! Komm her, Damian, setz dich durch! Es ist Halbzeit in Köln-Müngersdorf. Ja, 0:0 trennte sich der FC jetzt in der Halbzeit gegen Nantes. Und ja, das eine Abseits-Tor, das gab es vom 1. FC Köln. Sonst war es bis jetzt, ja, wie die Stimmung ein bisschen schwankend. Muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ein bisschen Come on FC hier von den Rängen zu hören, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel ja nicht so einfach. Ich meine, gut, der Gegner ist ja auch kein einfacher Gegner, ist ja ein französischer Erstligist, also von daher spielen wir jetzt hier auch nicht gegen den VfL Buxtehude. Deswegen, aber trotzdem, der FC macht bestimmt noch ein Tor. Jetzt spielen sie ja auch auf Gott sei Dank auf unserer Seite. Und deswegen, also Come on FC, auf in die zweiten 45 Minuten. Lukas! Gleich! Ja,
Samstag. Jetzt komm! Jawohl! Jawohl! Komm, Junge! Komm, die Sache ist noch heiß. Komm, Petersen. Ja, Ecke, komm jetzt, komm on. Das war's, der FC gewinnt am Ende die Generalprobe gegen den französischen Gegner Nantes und mit 2:0. Ja, die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste Halbzeit. Viel mehr Angriffslust hat man da gesehen und wie gesagt, am Ende konnte der FC dann am Ende das Ding gewinnen durch die Tore von Luca Waldschmidt und eben Sagis Adamian. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem FC. Wie gesagt, die Null gehalten und eben, wie gesagt, die zwei Dinger gemacht. Jetzt sind wir bereit für das DFB-Pokalspiel am Montag oder nächsten Montag. Ich freue mich sehr auf die Partie, wenn es endlich dann auch richtig losgeht mit dem ersten FC Köln. Ich freue mich auf eine geile Saison und ich hoffe, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, das war's auch von der Saisoneröffnung und eben auch vom Stadionblock. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn ihr kein Video verpassen möchtet in der kommenden Saison, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Danke an alle, die ich getroffen habe. Es war einfach ein richtig, richtig geiler Tag. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.